Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück in Russland, wir sind im Jahr 1854. Wichtige Dinge passieren hier derzeit. Einerseits haben wir einen Agitator im Land, nämlich Vojislav Arandelowitsch. Den können wir uns überhaupt mal anschauen. Natürlich gehört er zu den Intellektuellen. Aha, er ist aus Serbien, 46 Jahre alt und er führt jetzt die Bewegung, die Leibeigenschaft zu beenden. Allerdings ist seine Beliebtheit nicht so groß und ich habe gesehen, das ist tatsächlich der entscheidende Faktor, um die Unterstützung hier noch höher zu bekommen. Ich bin mir nicht sicher, habe es nicht mehr gut genug in Erinnerung, ob der andere, den wir zur Auswahl hatten, eine höhere Beliebtheit hatte. Da muss ich das nächste Mal darauf achten, den mit der höchsten Beliebtheit dann ins Land zu holen bei diesen Sachen. Ich bin mir nicht ganz sicher, nach welchen Kriterien so eine Bewegung dann auch wieder einschläft, nach welcher Zeit. Weil wenn wir diese 5 Jahre durchhalten würden, bis wir den nächsten Agitator reinholen könnten, dann würde sich das richtig lohnen, weil jetzt, dadurch, dass wir eine Bewegung haben, gibt es ganz viele Agitatoren, die plötzlich mitmachen würden, um hier Pachtbauern zu beschließen. Allerdings, den könnten wir nicht holen, weil er also tibetanisch ist und diskriminiert wird. Ne? Aber es gäbe trotzdem andere, die auch nochmal eine große Beliebtheit hätten. Das würde die Sache nochmal deutlich unterstützen. Gut, also ich würde sagen, wir haben da noch ein bisschen Geduld. Vor allem warten wir noch darauf, dass die Intellektuellen stärker werden. Bevor wir weitermachen, zweite große Sache, die aktuell hier geschieht, ist mal wieder ein Konflikt zwischen Preußen und Österreich. Dieses Mal werde ich mich allerdings nicht einmischen, auch wenn wir vielleicht aktiv irgendwas fordern könnten, eine Kleinigkeit. Aber wir sind militärtechnologisch nicht wirklich stark. So ein Krieg würde wieder sehr verlustreich sein. Wir haben uns jetzt noch nicht erholt, manpowermäßig von dem letzten Krieg. Ich sehe hier gerade, es gibt ein Problem bei der Kommandoschwelle. Der führt, 110 von 30. Okay. Hier haben wir offenbar Verlusten eines Anführers gehabt, den ich gar nicht beachtet hatte. Und das kann das sein? Tatsächlich, der ist ja nur ein Brigadegeneral. Ach du Schreck. Okay. Das ist ja ein gravierendes Problem. Das ist insofern doof, weil ich den nicht befördern möchte. warum? Weil der zu dem Landadel gehört und jede Beförderung stärkt den Landadel. Jetzt ist die Frage, okay, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Schicken wir einen von den anderen darüber, den wir vielleicht dann befördern wollen? Der hat eine 240er Schwelle, der eine 60er. Der gehört auch zum Landadel. Oder wir rekrutieren einen neuen, das wäre auch eine Möglichkeit. In der dritten Armee haben wir 2 von Berg und Golovin. Golovin gehört zu den Streitkräften, von Berg zu den Intellektuellen. Das ist natürlich eine gute Sache. Wir könnten von Berg rüberschicken zur zweiten Armee und dann Golovin hier befördern. Aber wir gucken mal, wer uns zur Verfügung steht. Machen wir es mal noch anders. Wir gucken mal, wer hier in Frage kommt. Nee. Landadel, orthodoxe Kirche. Die wollen wir nicht haben. Dann müssen wir das anders machen. Also, dann machen wir es tatsächlich so, dass wir von der dritten Armee unseren General Friedrich von Berg hier rüberholen. So, das müsste dann auf jeden Fall mit der Kommandoschwelle hinpassen. Er müsste dann noch befördert werden. Aber das passt dann. So, jetzt machen wir hier erstmal eine Bestätigung. Dann wird er losmarschieren und wir gehen mal zur dritten Armee. Da ist er nur alleine. Und ja, gut, jetzt werden die Streitkräfte halt unterstützt. Aber gut, das denke ich, kann man verantworten. Kostet uns natürlich auch Bürokratie. Generalmajor und Generalleutnant. Reicht vermutlich immer noch nicht, ne? Wo sind wir doch? Bei 80. Ja, die Armee ist noch nicht so groß. Belassen wir es erstmal dabei. Wobei, die Armee wird größer werden. Wir müssen ihn nochmal befördern. Er wird General Golovin. So, gut. Was ich sagen wollte, wir werden uns hier nicht einmischen, sondern die Dinge beobachten und abwarten. Stattdessen will ich am Anfang dieser Folge etwas machen, was dringend mal nötig ist. Wir müssen uns einfach mal die Handelsströme in unser Land anschauen und wirklich mal über die Zollpolitik im Einzelnen
bei den einzelnen Bahnen nochmal rübergehen, weil das habe ich bisher immer nur so kursorisch erledigt. Das müssen wir wirklich nochmal gucken. So, fangen wir an. Holz verkaufen wir in Größenordnung an Frankreich und an Großbritannien. Da machen wir Exportzoll hervorragend. So, wir importieren Luxusmöbel. Das ist okay, Exportzoll. Da wollen wir jetzt nicht unbedingt... Obwohl, wir könnten da ein bisschen mitverdienen. Finde ich eigentlich... Wir gehen mal auf die Mitte, finde ich ganz gut. So, dann haben wir Eisen. Eisen wird exportiert, in Größenordnung nach Großbritannien. Exportzoll, korrekt. Wein. Wein ist günstig bei uns, wird importiert. Verdienen wir ein bisschen mit. Könnten wir sogar noch ein bisschen mehr mit verdienen. Der Weinpreis ist sehr günstig. Erhöhen wir das mal. Dann werden die Routen... die Routen werden aber richtig... naja, lassen wir. Nee, lassen wir mal lieber. So, Getreide ist ein heikles Thema. Wird ein bisschen importiert. Getreidepreis soll niedrig bleiben, ist okay. Papier. Papier wird exportiert. Da wollen wir allerdings mitverdienen. Exportzölle. Wir haben Werkzeuge, werden auch exportiert. Verdienen wir mit, ja. Schwefel wird importiert. Schwefel wollen wir eigentlich günstig halten. Der ist aber günstig, lassen wir dabei. Ist in Ordnung. Fleisch wird ein bisschen importiert aus Preußen. Ja, ist auch okay. Färbemittel ist auch okay. Hier haben wir haben sehr günstige Tuche, aber aufgrund eines Imports, das können wir sogar, obwohl die armen Leute brauchen das, glaube ich, lassen wir mal. Dann haben wir Spirituosen, wird importiert in Größenordnung durch China. Lassen wir auch in der Mitte, passt. Opium. Opium wird exportiert und da wollen wir mitverdienen. Definitiv. Exportzölle werden hochgesetzt. Dann haben wir Möbel. Die werden auch exportiert und die wollen wir im Land behalten. Exportzölle. Tee. Tee wird in Größenordnung importiert. Ist sehr günstig bei uns. Na, lassen wir mal so. Dann haben wir Waffen. Waffen werden importiert, interessanterweise. Aus Preußen. Wir machen mal Exportzölle, damit die noch ein bisschen günstiger werden für uns. Obst ist sehr günstig, wird importiert. Gehen wir mal. Okay. Ja, Obst könnten wir selber genug herstellen, ist kein Problem. So, dann haben wir Porzellan, wird exportiert. Da wollen wir mitverdienen, definitiv. Dann haben wir Zucker, der ist bei uns günstig, wird nochmal importiert. Das ist ja Quatsch. Gibt Importzölle. Dann haben wir, die ersten Motoren. Ja, das lassen wir erstmal in der Mittelposition. Das muss ich erstmal zeigen, wie sich das entwickelt. Dann haben wir Hartholz. Hartholz nur kleine Routen, spielt keine große Rolle. Bei uns sehr günstig. Lassen wir auch mal in der Mittelposition. Wir haben Kanonen, ist auch relevant eigentlich. Und wir haben die Clipper, spielt auch keine große Rolle. So, okay, das hätten wir einmal erledigt. Hat, glaube ich, sogar unsere Bilanz insgesamt ein bisschen verbessert. Ich denke, ich habe noch eine Idee, wie wir vielleicht das Thema Legitimität nochmal anpacken können. Aber wir warten trotzdem noch ein bisschen auf den... leider sind der politische Druck ist wieder ein bisschen gesunken. Nee, das changiert immer hin und her. Frankreich stellt sich trotz Rivalität auf die Seiten Österreichs. Wow. Okay. Wurde beeinflusst. Das heißt, es geht wieder richtig zur Sache. Da ist ein neues Kriegsziel hinzugekommen. Rheinland zurückgeben. Und die Österreicher wollen Württemberg erobern und Preußen den demütigen. Bemerkenswert. Was wir tatsächlich im Übrigen... Okay, wir haben, glaube ich, jetzt die Eisenbahn hier in Twer gebaut. Die wird ja subventioniert, da müsste die Beschäftigung jetzt mit der Zeit laufen. Oh, und Nationalismus haben wir. Das ist sehr, 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 sehr gut. Darum kümmern wir uns gleich. Ich will kurz nochmal beim Thema Eisenbahn bleiben. Und zwar, ich denke, wir werden, weil was mich jetzt wirklich hier noch interessiert im Journal, ist das Thema Dampfmotorenzeit. Dazu brauchen Motorenwerke auf Stufe 3, die gut laufen. Und das erledigen wir jetzt mit dem Bau der Transsibirischen Eisenbahn. Hier die Motorenwerke -14%. Ja, nee, reicht noch nicht. Wir werden die nächsten Eisenbahnen bauen hier in Galitsch, würde ich sagen.
Das ist, glaube ich, der nächste Punkt für die Route. Und wir starten auch schon mal Perm mit der Eisenbahn und werden in Moskau danach dann auch die Motorenwerke direkt nochmal erweitern. Stahl ist noch günstig, brauchen wir noch nicht agieren. So, wichtig war jetzt der Nationalismus für uns. Das bedeutet, wenn ich jetzt weiterlaufen lasse, müssten wir eigentlich einen neuen Journalantrag kriegen, oder? Herrscher des Ostens, Russland hat Nationalismus erforscht. Aha, ja, jetzt haben wir es, Herrscher des Ostens. Gut, damit haben wir jetzt Ansprüche erhalten. Müssen wir trotzdem nicht anpinnen. Und wir haben jetzt Ansprüche, glaube ich, auf Äußere Mandschurei, Ili, Toms, Kirgisien. Was es uns einfacher macht, dafür Kriege zu starten. Okay, das ist dieses Gebiet hier am Rande. Ja, ich denke aber trotzdem, dass wir diesen Konflikt erst beginnen werden, wenn wir unsere Armee modernisiert haben, weil es immer das Risiko gibt, dass Großbritannien mit einsteigt und da sollten wir schon gewappnet sein und es gegebenenfalls verteidigen können. Insofern werden wir bis dahin jetzt den Plan erstmal fortsetzen, weiter an der Regierungsverwaltung zu arbeiten und an der Transsibirischen Eisenbahn. Genau. So, jetzt aber, um nämlich das Thema Armeemodernisierung dann auch vorantreiben zu können, müssen wir als nächstes die Zündhütchen in den Blick nehmen. 35 Monate, das ist doch in Ordnung. Gut, weiter geht's. Hier ist also Frankreich auf die Gegenseite gekommen. Modena unterstützt die italienische Vereinigung, auch interessant. Hier wird ordentlich mobilisiert. Okay, aber die ganzen deutschen Kleinstaaten stehen auf preußischer Seite. Aber die werden das... Obwohl, warte mal. Die entscheidende Frage ist Hannover. Hannover ist diesmal mit dabei. Ah, das war, glaube ich, beim letzten Mal nicht der Fall. Jetzt müsste Preußen in der Lage sein, hier durchzumarschieren und auch gegen Frankreich verteidigen zu können. Und spannend ist natürlich, ob Preußen noch jemand reinholt. Preußen hat erstmal Frankreich zum Rivalen erklärt, ja. Nachvollziehbar. Belegt Österreich mit einem Embargo und der Krieg wird beginnen. Preußen hat keine weiteren Unterstützer. Okay. So. Bei den Intellektuellen tut sich leider noch nicht viel. Oh, was haben wir hier? Mit den Vereinigten Staaten ist irgendwas passiert. Ah, Diplomatiespiel gegen Mexiko. Hoho. Okay, jetzt geht's hier richtig zur Sache. Arizona, Texas, Utah, Nevada, Kalifornien, New Mexico. Also weitestgehend die historischen Gebiete. Tja, und ich vermute mal, dass sie das auch schaffen werden. Da wird also der nächste große Krieg toben. Der zweite gewissermaßen. Wir mischen uns dort nicht ein. Können wir direkt mal die Neutralität erklären, würde ich sagen. So, Saratov, da läuft die Geschichte jetzt mit der Regierungsverwaltung. Oh, die Beschäftigung ist auch direkt reingekommen. Das ist ja sehr gut. Dann würde ich sagen, gucken wir mal uns den nächsten Start an, wo wir reingehen. Kursk liegt, mit 52% nicht mehr vorne. Jetzt Samara. Ja, warum nicht? Da machen wir dasselbe. Auch hier machen wir 1, 2, 3 mal die Regierungsverwaltung. Einmal Holzfällerlager und eine Papierfabrik. Wie ist ohne die Papierfabrik, wie ist hier der Papierpreis? Relativ hoch, aber das wird sich ändern. Okay. Wir haben einen Fehlschuss eines Generals. Eine Affäre zwischen Nikolai Muravjov-Karski
Warte mal, wir müssen, das ist jetzt teilweise wichtig, ne? Und dem Partner von Filaret Drostov ist uns zu Ohren gekommen und droht nun, sich auf sein öffentliches Ansehen auszuwirken, wenn wir den General nicht absetzen. Zu wem gehört er? Der gehört zu den Streitkräften. Ist eigentlich ein guter, ne, obwohl, das ist nur der, der Port Arthur führt. Wenn ich mich recht entsinne. Okay. Okay, es geht um eine Affäre. Um eine homosexuelle Affäre, glaube ich. Er bekommt Syphilis. Wir werden einfach sagen, er hätte auf der falschen Toilette gesessen. Tja, oder? Er wird zurücktreten. Das Problem ist, dann kriegen wir langsam. Ja, dann kriegen wir langsam. Dann wird's eng. Warte mal, wir müssen uns kurz angucken. Also. Es geht um ihn hier. Und er gehört zu den Streitkräften, ne? Und er führt die Port Arthur Garnison. Ja, und wir brauchen natürlich dort einen Anführer. Und wir haben ja gesehen, neue Anführer, die. Beim Militär, wartet. Neue Anführer. Ja, die sind alle bei der falschen Interessensgruppe. Deswegen möchte ich ihn behalten. So, insofern werden wir das vertuschen. 10%ige Chance dann noch, dass er alkoholsüchtig wird. Was bedeutet eigentlich Syphilis? Charaktergesundheit. Na gut, okay, er wird dann wahrscheinlich in absehbarer Zeit sowieso sterben. Orthodoxe Kirche findet es nicht so lustig. Trotzdem, er soll erstmal bleiben. So, und hier ist der Krieg losgegangen, wie es aussieht. Und wir okay, von wegen, die werden das verteidigen können. Das ist doch schon komplett in französischer Hand. Die Preußen waren wieder nicht in der Lage, diese Grenze zu verteidigen. Ja, das ist auch wirklich frustrierend zu sehen, ne? Ja gut, dann sieht das, also wie soll Preußen so einen Krieg gewinnen, ne? Wenn sie nicht in der Lage sind, gegen Frankreich die Front zu halten, dann funktioniert das nicht. Oh, was haben wir denn hier? Wir haben einen weiteren Agitator, der von selbst gekommen ist, um die Bewegung für Pachtbauern zu unterstützen. Okay, was bedeutet das für die Unterstützung? Gar nichts. Warum schließt er sich nicht an? Warte mal, wir lassen noch ein bisschen laufen, da müsste doch was passieren. Unfruchtbarer Boden. Da sowohl die russische Öffentlichkeit als auch vermeintlich politisch Verbündete für seine Ideen nicht empfänglich sind, hat Viktor Kasso frustriert beschlossen, sich aus der Politik zurückzuziehen und stattdessen den Rest seiner Tage damit zu verbringen, verbittert darüber nachzudenken, was hätte sein können. Warte mal kurz, der ist gerade angekommen und zieht sich schon wieder zurück? Was ist denn das für ein Idiot? Okay, wenn wir sagen, soll er in den Ruhestand gehen, dann haben wir einen Agitator im Ruhestand, immerhin plus 5% Interessengruppe Pop-Anziehung für Intellektuelle. Das ist genau das, was wir wollen. Oder wir schicken ihn weg, das wollen wir nicht. Oder wir versuchen ihn wieder ins Spiel zu bringen. Was ist denn hier? Also wir müssen Viktor Kasso uns mal angucken. Viktor Kasso, zeig ihn mir mal. Ach, der hat eine Beliebtheit von minus 5. Der ist sowieso zu nichts zu gebrauchen. Das ist ein hedonistischer Literat. Der sitzt den ganzen Tag nur im Kaffeehaus und palavert, wie toll es doch wäre oder wie schlimm die Leibeigenschaft ist. Aber er tut nichts. Den können wir nicht gebrauchen. Der kann in Ruhestand gehen. Dann nehmen wir lieber die Interessensgruppen Pop-Anziehung mit. Schade. Da hat uns leider jetzt der Falsche besucht. Okay. Was wir sehen, der Landadel wird doch deutlich schwächer mit der Zeit. Das ist gut. Wir gucken mal, wie sich das jetzt hier auswirkt. Auf eine mögliche. Oh, es wird sogar schlechter. 47. Vermutlich, weil der Landadel schwächer wird. Wir könnten über 50 kommen. Es gibt eine Möglichkeit, indem wir die Steuern noch weiter senken. Das würde funktionieren. Aber vielleicht kriegen wir noch einen
vielleicht kriegen wir noch einen Agitator. Es hat ja jetzt eben einmal geklappt, einen bisschen fähigeren Agitator, der nicht den ganzen Tag im Kaffeehaus rumsitzt. Wir machen mal Folgendes, wir müssen ein bisschen Geld sparen. Wir werden mal wieder auf mittlere Steuern gehen und wir werden die Militärgehälter auf ein normales Maß schrumpfen. Und wenn es dann nötig ist, dann reduzieren wir die Steuern drastisch. Aber jetzt machen wir erstmal nichts in der Hinsicht. Sparen wir erstmal ein bisschen das Geld, um dann potent zu sein, wenn es drauf ankommt. Ja, Eisenbahn nur noch 3 Jahre. Das haben wir mal ein bisschen im Blick. Das sieht hier ganz gut aus. Beschäftigung läuft. 12 Wochen wird das nächste gebaut. Das heißt, in Perm seid ihr auch schon durch. Ja, Beschäftigung kommt hier rein. Hervorragend. Motoren sind teuer. Gut, dafür bauen wir jetzt die zweite Fabrik. Das muss ich mir überhaupt mal angucken. Wie viel verbraucht eine voll... was ist hier los? Wie viel verbraucht eine voll funktionsfähige Eisenbahn an Motoren? 10. Nein, das ist schon Stufe 2, ne? Warte mal, pro Stufe sind das... Werte pro Stufe anzeigen. 5 pro Stufe im Moment. Okay, da müsste auf jeden Fall eine zweite Fabrik ja locker reichen. Das ist auch wieder das Ortspreisproblem. Ansonsten, die Motoren sind gar nicht so teuer. Es ist eine teure Angelegenheit, die transsibirische Eisenbahn so früh zu bauen, wo die Ortspreise noch so reinhauen. Ne? Filaret Rostov ist gestorben. Das ist der Anführer der orthodoxen Kirche. Das ist insofern jetzt eine interessante Entwicklung. Wer führt die denn jetzt an? Valery Denikin. Ein Pazifist. Schade, ich hatte gehofft, dass vielleicht ein Reformer dabei wäre. Das wäre natürlich auch eine schöne Sache. Ist aber nicht der Fall. Aber wir sehen jetzt einen schönen Anstieg des politischen Drucks der Intellektuellen. Bringt vielleicht langsam der Ausbau der Regierungsverwaltung hier in der Hinsicht was? Ja gut, wir fördern natürlich auch immer weiter die Interessensgruppe. Was ist hier los? Die Grenze, okay. Die Franzosen kommen hier auch nicht weiter vor. Wir schauen uns mal kurz die Kriegssituation an. Kriegswille hier 34, da 0. Die würden einen weißen Frieden, also klar, Preußen ist tendenziell unterlegen, aber es gibt keinen Landgewinn auf österreichischer Seite. Im Gegenteil, gibt es möglicherweise einen kleinen Landgewinn auf preußischer Seite? Nee, sieht auch nicht so aus. Naja, wird vermutlich wieder in eine verlustreiche Niederlage Preußens enden. Für uns allerdings gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Für uns gar nicht so schlecht. So, da ist ein neuer Agitator verbannt worden. Wow, jetzt geht es ja hier richtig ab. 13,7, hervorragend. Aber das wird vermutlich für diese Situation erstmal noch nichts bedeuten. Ne? Nee, im Gegenteil. Achso, stopp. Wir haben ja, das kommt wegen der Steuern. Wir wären jetzt hier bei 48 mit niedrigen Steuern oder bei 53. Ja, aber ich warte auf einen besseren Agitator noch. Ich will, dass das gleich im ersten Anlauf klappt. Ich hoffe, die Pachtbauern sind noch ein bisschen... Ja... Ich bin mir sicher, ob es da irgendwie einen festen Wert gibt, dass es 5 Jahre läuft und dann ist Schluss. Wahrscheinlich gibt es irgendeinen Zufallsfaktor, dass wenn die Sache nicht unterstützt wird, die dann irgendwann aufgeben. Aber wann dieses irgendwann sein wird, das weiß ich halt leider nicht. So, wir müssen nachbauen. Wichtig, wichtig. Rivale unterstützt Gewerkschafter. Was ist das denn für eine Nachricht? Keine Ahnung. Wir gucken mal ganz kurz, wie sieht es hier mit unseren Motorenwerken aus. So, die können nicht weiter wachsen, weil wir keine Nachfrage mehr haben. Das heißt, wir müssen weiter an... Aber warum... Money. Okay, wir müssen einfach weiter Eisenbahn bauen. Gucken wir uns das an. Wo wollen wir jetzt hier hin? Also, das sieht doch schon ganz gut aus. Perm...
Nächstes wäre Ural und dann Tobolsk. Machen wir dort. Tobolsk. Die Transsib wird aber durch uns im Übrigen noch nicht zu Ende zu bauen sein, weil uns dafür Besitztümer hier in der äußeren Mandschurei fehlen. Dafür müssen wir den Krieg noch führen, aber vorher wollen wir ja die Munitionsfabriken haben. Das war ja der Plan. Im Übrigen sind wir hier schon bei 11. Sehr gut. Ah, es wäre so schön, wenn noch ein Agitator käme. So, aber ich wollte noch was machen. Genau, wir machen weiter mit unseren Regierungsgeschichten. So, wir sind jetzt Bryansk vielleicht als nächstes. Gehen wir dorthin. Plus 3 Regierungsverwaltung. Holz haben wir hier genug. Plus 1 Papierfabrik. Weiter geht's. Ist hier irgendwas Neues? Werkzeuge sind teuer oder waren kurze Zeit teuer. Müssen wir gegebenenfalls auch mal reagieren. Hamburgischer Bourgeoisieaufstand. Während dieses Bürgerkrieges. Okay, jetzt sind die Österreicher scheinbar hier ein bisschen vorangekommen. Nee, oder auch nicht. Sie versuchen es. An der Front passiert nicht viel. Nein! Ah nee, oh Gott, ich dachte schon, die Pachtbauern wären aufgelöst. Aber nein, es war das Armand-Gesetz. Die Pachtbauern, ja, es ist schon ziemlich risky, was ich hier starte. Tja, wann beginnen wir das Ganze? Es gibt hier oh, wartet mal. Hier gibt es einen Konflikt zwischen Holland und Großbritannien. Die Briten wollen Sambas haben. Sambas liegt da unten. Ah, direkt von der Ost. Was? Ist es ein direkter Krieg gegen die? Krass. Okay, wow. Eine direkte Auseinandersetzung zwischen den Niederlanden und Großbritannien. Das ist ja bemerkenswert. Könnte sich direkt auch auf Europa auswirken. Das ist natürlich wiederum für uns eigentlich jetzt doch eine verlockende Situation, wenn die Briten in einen größeren Konflikt gerufen werden. Hm. Wie war das diplomatisch? Wann sind wir hier raus aus der Nummer? Mit dem Waffenstillstand? Ah ne, wir haben gar keinen Waffenstillstand. Theoretisch könnten wir sofort zuschlagen, ne? Wartet mal. Wo sehe ich nochmal, was unsere legitimen Ziele sind? Das sehe ich hier gar nicht, ne? Gibt es da irgendwie eine Karte für? Wir hatten noch hier irgendwie unsere Ansprüche. Wo sehen wir die? Hier sehen wir die nicht. Herrscher des Ostens, hier sehen wir die. Okay, äußere, ja, muss man sich dann offenbar merken, ne? Äußere Mandschurei, Ili Tomsk und Kirgisien. Und ideal wäre natürlich noch die Nordmandschurei und die Südmandschurei. Ja, das ist natürlich ein bisschen fett. Tja, aber ich würde sagen, wir warten erstmal ab, ne, ob es hier wirklich zum Krieg kommt. Es könnte sein, dass die einknicken. Dann stehen wir doof da. Ansonsten bleiben wir beim Plan. So, was gibt's hier? Großbritannien kriegt auch neue Kriegsziele. Niederländisch Ghana erobern und Guyana auch noch in Afrika. Die Briten ziehen richtig durch. So, irgendjemand, von dem wir nicht wissen, ist in Österreich angekommen, um gegen die Preußen zu kämpfen. Ja. Also niemand ist hier in der Offensive erfolgreich. Was ist hier? Valery Denikin? Hm, wir haben schon wieder einen neuen Mann bei den Orthodoxen. Jetzt ist es Konstantin Ivanov. Der ist autoritär. Ja, das nützt uns auch nicht wirklich viel.
Nee. Schade. Auch hier wäre es schön gewesen. So, aha. Die wollen jetzt Tibet annektieren. Da könnte man auch einsteigen. Wäre auch eine Möglichkeit. Das Blöde ist aber, wenn wir diesen Krieg nutzen, um eine Sache zu bekommen, dann haben wir erstmal danach wieder Waffenstillstand. Und das ist auch keine schöne Situation. Lieber dann mit einem Schlag alles. Warte mal, langsam wird es unübersichtlich. Hier mischen wir uns nicht ein. Was ist das für eine große Geschichte? Britisch-Ostindien gegen Hindustan. Das hat sich wohl irgendwie selbstständig gemacht oder so. Okay, hier geht es ja richtig zur Sache. Aber ich denke, da mischen wir auch nicht mit. Die beiden sind noch interessant für uns. Die belassen wir mal so. Tja, ich check nochmal ganz kurz diese Situation. 43, hat sich nichts verändert. Wir würden auf 53 kommen, wenn ich die Steuern komplett senke. Das wäre eine Möglichkeit. Mhm. Andererseits haben wir auch die Möglichkeit des Krieges. Und was ich nicht gleichzeitig machen will, diese Leibeigenschaftsgeschichte in Gang bringen und einen Krieg führen. Das ist auch nicht gut. Warum? Weil es potenziell zu einer Revolution oder zu einem Bürgerkrieg führen könnte. Ich denke, die Orthodoxen werden sich komplett radikalisieren und dann Ärger machen. Und dann gleichzeitig noch einen Krieg am Hacken zu haben, ist schwierig. Insofern lasse ich das jetzt mal ein bisschen abhängig machen von der Situation hier zwischen Großbritannien und den Niederlanden. Wenn es hier zum Krieg kommt, glaube ich, werde ich den Krieg gegen das Himmlische Reich führen. Oder halt, wartet mal, es gibt noch eine andere Sache, die relevant ist. Persien. Wie ist denn hier die Situation? Persien ist natürlich auch verlockend. Waffenstillstand bis Juli 56. Oh, das könnte man natürlich nutzen. Lieber Persien eng an uns binden. Persien ist rebellisch, interessanterweise, ja. Also, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, zu sagen, wenn die einen Krieg führen, dann nutzen wir das, um Persien zum Dominion, beziehungsweise zur Marionette zu machen. Wäre, glaube ich, noch ein Stück besser, ne? Ja, ich glaube, das ist noch der bessere Weg. Gut, insofern, es bleibt spannend. Oh, schaut mal, BIP geht jetzt deutlich hoch langsam. Hervorragend. Ich freue mich auf den Fortgang der Dinge. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Steinballen.